Moin Moin und allerherzlichst willkommen zur heute bereits 52. Lesung des wundervollen Buches aus 1853 ins Deutsche übersetzt von James Atkin Wiley, Das Doppelgesicht des Papsttums. Ich spare mir eine extra lange Einleitung, weil wenn man in der 52. Sendung ist, dann habe ich so ungefähr alle Einleitungen schon gesagt, die man sagen kann und die wichtig sind zu diesem Thema. Wer als neuer Zuschauer dazustößt, es gibt ja immer wieder Menschen, die das erste Mal jetzt schauen, auch wenn das schon so weit in der Serie fortgeschritten ist, den kann ich nur sagen, zum besseren Verständnis, geht zurück, schaut euch die anderen Sendungen an oder ladet euch das Buch gratis runter vom Internet. Bruder Marius hat das in lateinischer Schrift hochgeladen, das ist auf meinem Archive, auf meiner Archive-Bibliothek zu finden. In der Frakturschrift, in der ich es vorlese, ist es auf meinem Archive, auf meiner Archive-Bibliothek zu finden. Also man kann das alles finden, was hier vorabgegangen ist, man kann das finden, was wir heute machen und man kann das finden, was in der Zukunft bei uns hoffentlich noch kommt. So Gott will, werden wir das Buch auslesen, auch wenn es noch eine Zeit lang dauert. Wir haben noch knapp 100 Seiten vor uns. Heute, wie gesagt, die 52. Lesung. Wir beginnen dann mit einem neuen Kapitel. Und das neue Kapitel lautet, mal eben schauen, Einfluss des Papismus auf die Staaten. Das ist ein sehr interessantes Kapitel. Wir hatten ja letztes Mal den Einfluss des Papismus auf die Person, also auf die Individuen eigentlich besprochen. Jetzt geht es auf die Staaten, noch in einer viel detaillierteren Art und Weise, als wir bis jetzt im Buch bereits besprochen haben. Bevor wir das machen, aber auch heute wieder ein Lied, das uns Alexander zugespielt hat oder das er mir zugespielt hat. Ich habe daraus ein Video gemacht und das hören wir uns jetzt immer eben an, um uns darauf einzustimmen und nicht zu vergessen, dass wir unseren Vater im Himmel verherrlichen sollen. Das erinnert uns auch da, oder daran erinnert uns auch dieses Video, das heißt, ich will dich kennen. Dich kennen, der dich erkennen. In dir will ich stehen, Herr, gekleidet in Wahrheit vor dir. So schaue ich auf zu dir. Und ich will dich sehen, und Herr, ich vertraue dir. Mein Leben ist in dir, und ich will dich kennen, und ich will dich lieben. Schaue ich auf zu dir und ich will dich sehen und Herr, ich vertraue dir. Mein Leben ist in dir und ich will dich kennen. Und ich will dich lieben und ich will dich kennen, Herr. Yeah.
Wer Gott kennenlernen will und besser kennenlernen will, der braucht ganz dringend dieses Buch, die Heilige Schrift oder auch die Bibel genannt. Bibel, L steht für Gott und Bib steht für Bibliothek, Buch, das Buch Gottes, in dem er sich uns offenbart und in dem wir ihn kennenlernen können. Nun, James Edgen Wiley hat die Bibel gelesen, er hat viel aus der Bibel gepredigt auch und er hat viel über die Bibel geschrieben. Und weil er die Bibel so gut kennt und das Papsttum so gut kennt, hat er die beiden nebeneinander halten können oder gegenüber halten können und hat sagen können, was in diesem Buch von Gott steht und sich nicht in der Kirche, die sich die Kirche Jesu Christi nennt, die Kirche, die sagt, außer ihr gibt es keine Erlösung, was da nicht drinsteht oder was im Licht der Bibel nicht Bestand hat, das muss verworfen werden. Und darüber hat er Bücher geschrieben. Eins davon lesen wir heute, wie gesagt, Doppelgesicht des Papsttums, Geschichte, Lehren, Geist, Einfluss, Zustand und Aussichten der römischen Kirche. Im Augenblick sind wir in dem Einfluss, drittes Kapitel, Einfluss des Papismus auf die Staaten. Und dort lesen wir das Folgende. Außer der Religion steht unter allem, was auf den Charakter des Individuums wie des Volkes Einfluss ausübt, die staatliche Regierung, das weltliche Regiment, oben an. Als göttliche Einrichtung ist es bestimmt und geeignet, die Ordnung zu erhalten und das Glück der Gesellschaft zu fördern. Erfüllt es seinen Zweck, so ist der von ihm ausgehende Segen groß. Groß aber ist auch der Fluch, wenn dies nicht der Fall ist. Jenes wie dieses hängt von dem Einflusse ab, den die Religion darauf ausübt. Und bevor ich weiterlese, möchte ich euch ganz deutlich darauf hinweisen, dass das, was wir hier in einem Buch von vor 170 Jahren geschrieben, mal zupassen sollten auf die Regierung, auf die Art und Weise, wie wir heute leben. Es geht ja hier um den Einfluss des Papismus auf die Staaten, das heißt mit anderen Worten auf die Regierung. Und ich denke, ihr werdet viele Dinge besser verstehen, wie sie heute sind, wenn ihr seht, was James Edgen Wiley darüber alles zu sagen hat. Dieser erste Satz, den hier blau angestrichen hat, ist ja schon mal richtungweisend. Er sagt hier, erfüllt es seinen Zweck, also das weltliche Regiment, so ist der von ihm ausgehende Segen groß. Wann haben wir denn jemals Segen von der deutschen Regierung erfahren? Groß aber ist der Fluch, wenn dies nicht der Fall ist. Jenes wie dieses hängt von dem Einflusse ab, den die Religion darauf ausübt. Der reinigende und umbildende Einfluss des Christentums auf Sitte und Regierung eines Volkes ist allgemein notwendig und unwiderstehlich. Und James Edgen Wiley sagt hier Christentum und er meint auch Christentum. Das Problem ist, in der Welt, in der wir heute leben, hat kein Christentum Einfluss auf Sitte der Regierung, sondern Katholizismus hat das. Aber da geht der Rest des Kapitels ja drüber. Wie es mit dem Christentum eines Landes, wie es mit dem Christentum eines Volkes beschaffen ist, so auch mit seinem weltlichen Regimente. Und wie ein Fluss auf seinem Laufe nicht über seine Quelle sich erheben kann, so können auch Gesetze und staatliche Einrichtungen eines Landes nicht über das in ihm vorhandene Maß von Christentum sich erheben. Wo gesundes Christentum herrschend ist, da sind auch weise Gesetze, gerechte Richter, patriotische Beamte, wahrhaft unabhängige Regenten, welche das öffentliche Recht hüten, Herd und Altar unverletzt erhalten. Wo gesundes Christentum herrschend ist. Mir ist heute kein einziges Land auf dieser Welt bekannt, wo das der Fall ist. Mit der Verderbnis der Religion, also dem Einzug des Heidentums in das sogenannte Christentum oder halt das Mischen des Heiligen mit dem Unheiligen, wie die römisch-katholische Kirche eben das ist. Mit der Verderbnis der Religion aber ist die Unterdrückung des öffentlichen Rechts und der Sitten, das Sinken der Nationallehre, Gewissensdruck und Verletzung der Familienrechte unzertrennlich verbunden. Und da dürfte ja wohl ein jeder, der sich ein klein wenig umschaut, in seinem Umkreis, in seiner Gemeinde,
in seinem Ort, in dem er lebt, in seinem Städtchen, in seiner Stadt oder auch eine Großstadt oder sogar in dem Landkreis oder in dem Bundesland oder in dem ganzen Land der Bundesrepublik Deutschland oder welches Land auch immer man lebt, da dürfte man das doch drin erkennen. Dass mit der Verderbnis der Religion die Unterdrückung des öffentlichen Rechts und der Sitten, das Sinken der Nationallehre, der Gewissensdruck und Verletzung der Familienrechte unzertrennlich verbunden ist, das merkt man daran, wenn man sich umschaut und sieht, welche Regierung wir heutzutage haben. Und wie gesagt, das Buch hier ist 170, vor 170 Jahren geschrieben. Das traf damals zu und es trifft heute immer noch zu. Das, fährt der Autor fort, trat deutlich zutage, als das Christentum ab und das Papsttum zunahm. Und der böse Geist des Letzteren, also Papsttums, hat auf diesem Gebiete handgreifliche Spuren hinterlassen. Das weltliche Regiment ist von ihm theoretisch und praktisch verderbt worden. Gott, der Herr, hat eine doppelte Gewalt ans moralische Firmament gesetzt. Das weltliche und das kirchliche oder geistliche Regiment. Und von der richtigen Stellung beider hängt das Glück der Welt, von ihrem Gleichgewichte die Aufrechterhaltung der Rechte der Gesellschaft ab. Beide sind nach Natur und Gegenstand verschieden, beschreiben koordinierte Kreise ihrer Wirksamkeit und sind jedes unabhängig in ihrem Gebiet, müssen aber in der Zusammengehörigkeit mit zwei Königreichen verglichen werden, zwischen denen ein Trutz- und Schutzbündnis besteht. Schutz- und Trutzbündnis ist ein veralteter Ausdruck für ein Militärbündnis. Ja? Das ist also ein Begriff des 19. Jahrhunderts für ein Verteidigungsbündnis. Da erfinden die Leute ja heute auch alle möglichen neuen Worte dafür. Ne? Wie zum Beispiel Nordatlantische Vertragsorganisation und solche ganzen Sachen. Die Weltgeschichte lehrt, dass bürgerliche Freiheit und kirchliche Knechtschaft auf die Länge nicht zusammen bestehen können. Und dass auch umgekehrt ein geistig freies Volk auf die Dauer nicht politisch geknechtet bleiben kann. Wenn wir uns diesen Satz noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, dann glaube ich, können wir ganz gut bestimmen, wo wir heutzutage in der Welt sind im November 2020. Wir haben heute übrigens 9/11, aber auf deutsche Lesart. 9. November. Die Weltgeschichte lehrt, dass bürgerliche Freiheit und kirchliche Knechtschaft auf die Länge nicht zusammen bestehen können. Also ich kann meinen Bürgern keine Freiheit zusichern auf der einen Seite und kirchliche Knechtschaft auflegen auf der anderen Seite. Und umgekehrt kann eben auch ein geistig freies Volk auf die Dauer nicht politisch geknechtet bleiben. Ein geistig freies Volk. Nun, wir leben ja, also zumindest die meisten, die dieses Video schauen, in der Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik Deutschland hat sich als Verfassung ein Grundgesetz gegeben. Ich gehe da jetzt nicht auf die Details ein, wie, wer, wann, wo, was und das Grundgesetz keine richtige Verfassung ist und all diese ganze Diskussion. Da gehe ich überhaupt nicht drauf ein, weil da kommt es überhaupt nicht drauf an. Es kommt nur darauf an, dass man mal versteht, wenn man das Grundgesetz liest, und wenn ihr wollt, kann ich es aufmachen, ich habe es irgendwo hier auf dem Computer als PDF, da steht am Anfang des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Problem ist, dass in dem Grundgesetz nicht definiert steht, was die Würde des Menschen ist. Das Problem ist, dass das Grundgesetz ein Gesetz von Menschen für Menschen gemacht ist. Kein Gesetz von Gott für Menschen, sondern ein Gesetz von Menschen für Menschen. Und was der Mensch gibt, kann der Mensch auch wieder nehmen. Gesetze, Rechte und Pflichten, die auch heute gelten, können morgen eingezogen werden. Und im Augenblick gibt es in Deutschland Gesetze, die im Zusammenhang mit einer bestimmten Krankheit erlassen werden, die diese Grundrechte, unter anderem auch Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, verletzen. Da wird dann das Grundgesetz nicht verändert, weil da brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit für im sogenannten Bundestag. Das machen Sie einfacher. Sie nehmen einfach ein anderes Gesetz und hebeln das Grundgesetz aus, hebeln die Grundrechte aus. Das passiert jetzt in Deutschland. Das passiert schon lange in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo, mal eben zur Information, es ein Supreme Court gibt. Ja, das ist also ein obersten Gerichtshof in den Vereinigten Staaten von Amerika, der sich zusammensetzt aus 9 verschiedenen Richtern.
Diese Richter müssen dafür sorgen, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten im Geiste gemäß der Verfassung umgesetzt wird. Das heißt, dass die Regierung das Land regiert gemäß der Verfassung im Geist, in der die Verfassung geschrieben wurde. Und dass die Verfassung der Vereinigten Staaten nicht christlich ist, das lassen wir mal eben nebenbei stehen. Die meisten Menschen glauben, ja, ich kann euch in 2 Minuten beweisen, dass es nicht so ist, aber das ist nicht das Thema heute. Das Thema heute ist, dass dieser oberste Gerichtshof zusammengestellt ist von 9 Richtern. Von diesen 9 Richtern sind 6 Katholiken. Von diesen 6 Katholiken sind 3 Mitglieder in der Geheimgesellschaft der Jesuiten Opus Dei. Und die 3 anderen sind jüdischer Abstammung, also sind dem Judaismus folgend, jüdischen Glauben folgend. Ich habe nichts gegen jüdischen Glauben. Der jüdische Glaube ist nur kein biblischer Glaube. In der Hinsicht, der biblische Glaube, der christliche Glaube baut auf dem Alten und Neuen Testament. Und Judaismus baut auf dem Talmud und nimmt nur den Tentuch oder halt die ersten 5 Bücher Mose hauptsächlich als Regel und hält sich an mehr oder weniger eigengemachte Regeln und nicht wirklich an die Regeln der Bibel. Also, wir haben Katholiken in dem Gerichtshof, 6 Richter, und wir haben 3 Juden. Das sind 9. 9 ist eine Zahl, die gewählt ist, dass man eben immer eine Entscheidung hat, ne? Dass man niemals unentschieden sein kann, weil man kann nicht 4,5 zu 4,5 stimmen. 5 zu 4, und dann hat man gleich eine Mehrheit. Es ist aber kein einziger Protestant in dem Gericht. Nun wäre es mal interessant zu erfahren, wie viele Protestanten gibt es denn im deutschen Bundesverfassungsgericht? Ich gehe mal davon aus, auch nicht viele. Wenn man in Deutschland Jura studiert, dann muss man das an katholischen Universitäten tun. Und das, was man gelehrt kriegt, ist auch das, was man später selber lehrt. Das, was man als Recht gelehrt bekommt, ist das, nachdem man später auch als Richter entscheidet. Also, das ist zwar nicht vergleichbar, das Bundesverfassungsgericht und das oberste Gericht der Vereinigten Staaten von Amerika, aber lass uns das eben der Einfachheit halber mal machen. In Amerika ist kein einziger Protestant in diesem Gericht als Richter vertreten. Aber die Verfassung ist so gesagt eine protestantische Verfassung. Wie sollen denn Richter, die einen anderen Glauben haben, als der Geist der Verfassung ihn haben soll, dafür sorgen, dass diese Verfassung auch im Geiste eingehalten wird? Das funktioniert nicht. Und das funktioniert in anderen Ländern auch nicht. Und ich habe in anderen Sendungen schon drüber gesprochen, und da erinnert ihr euch vielleicht noch, ich habe gesprochen von Regierungen de facto und Regierungen de jure. Ja? Jede Regierung, die sich dazu ernennt, ist eine Regierung, aber sie ist erst eine de jure Regierung, wenn sie vom Papsttum anerkannt ist und wenn diese Regierung einen Austausch mit der römisch-katholischen Kirche, mit dem Vatikan hat, in Form eines Konkordats, also eines Vertrags, der abgeschlossen wurde in beiderseitigem Einverständnis und so weiter und so weiter. Also der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ganz einfach. Wenn die Regierung einer fremden Regierung untertan ist, dann kann sie nicht ihrem Volk untertan sein und dann kann sie nicht ihrem Volk dienen. Das ist der Fall, den Fall haben wir in der Amerika, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, in den USA. Ich spreche jetzt nicht von dem ganzen Kontinent, da auch, aber ich spreche hauptsächlich von den USA. Und diesen Fall haben wir auch im 51. Bundesland der USA, nämlich in der Bundesrepublik Deutschland. Um das mal eben scherzhafterweise auf die Art und Weise auszudrücken. Die Weltgeschichte lehrt, dass bürgerliche Freiheit und kirchliche Knechtschaft auf die Länge nicht zusammen bestehen können und dass auch umgekehrt ein geistig freies Volk auf die Dauer nicht politisch geknechtet bleiben kann. Die Frage ist, sind wir denn geistig frei? Wird uns denn überhaupt noch geistige Freiheit zugestanden? Und gerade in der Zeit, in der wir heute leben, und das war damals in der Umwerfungszeit des 19. Jahrhunderts auch nicht viel anders, wurde geistige Freiheit des Volkes beschnitten. Ja? Heute wird das auch. Heute machen sie das unter dem Motto von, ja, aber wir müssen ja diese Krankheit in den Griff kriegen und deswegen müssen wir Gesetze erlassen und dann können wir nicht zulassen, dass es noch Meinungsfreiheit gibt, dass es noch Versammlungsfreiheit gibt, dass es noch Pressefreiheit gibt, soweit es die überhaupt jemals gegeben hat, das ist wieder eine andere Diskussion. Das kann man alle nicht mehr zulassen. Das heißt, das geistig freie Volk kann nicht politisch geknechtet bleiben. Eins wird gewinnen. Entweder wird das Volk geistig frei bleiben
und sich dann ausrichten nach dem wahren biblischen Christentum, oder aber es wird politisch geknechtet werden, weil die Politik überherrscht wird von der geistigen Macht, nämlich hier dem Vatikan. Und in einer solchen Transitbewegung, kann man ja beinahe sagen, also in einer solchen Bewegung vom einen zum anderen hin, sind wir heute auch. Uns wird beigebracht, da wir das deutsche Grundgesetz lesen, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu, ist oberste Aufgabe der Regierung. Ich kriege den Satz jetzt nicht mehr ganz zusammen, könnt ihr ja selber nachlesen. Und es gibt ja sogenannt auch Meinungsfreiheit und Freiheit in Schrift und Bild sich auszudrücken und Wort, Schrift, Wort und Bild sich auszudrücken und so weiter und so weiter. Und man sieht, wie das mehr und mehr und mehr jetzt beschnitten wird. Das heißt, wir gehen von dem geistig Freien, obwohl es in der Verfassung zugesichert ist, auf eine politische Knechtschaft noch zu. Ja? Wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat, der sieht es sicher im Jahr 2020 und wird es ganz sicher sehen im kommenden Jahr 2021 und 2022, weil es wird nicht anders. Wir gehen nicht mehr zurück. Genau wie Juncker damals gesagt hat, der damalige Ministerpräsident von Luxemburg, der ja auch eine hohe Funktion in der Europäischen Union hat, der sagte, wir gehen zwei Schritte vorwärts und wenn kein Aufschritt kommt, dann gehen wir noch einen weiteren und wenn ein Aufschritt kommt, dann gehen wir vielleicht einen Schritt zurück oder wir warten eben, aber wenn wir zwei Schritte vor und dann einen Schritt gehen, gehen wir immer noch weiter vor. Das heißt, die Agenda von denen verändert sich nie. Was er euch nicht dabei erzählt, ist, dass sie im Grunde nur den Anordnungen der römisch-katholischen, satanischen Kirche folgen, die im Grunde die einzige Regierung ist, die Jure-Regierung ist dieser Welt, die einzige, die sie selbst anerkennt. Nämlich nur, wenn die römisch-katholische Kirche regiert, dann ist es auch eine Regierung, die irgendwo eingesetzt ist, die die römisch-katholische Kirche akzeptiert. Wenn irgendwo eine Regierung regiert, die nicht die römisch-katholische Kirche oder den Vatikan als oberste Autorität anerkennt, dann ist es eine de facto und keine de jure Regierung und de facto Regierungen werden ausgelöscht und dann werden Aufstände angezettelt, Revolutionen angezettelt, Kriege angezettelt, dann werden Wahlen gemacht, so lange bis der Wahlausgang genau das sagt, was er sagen muss. Man erinnert sich mal an die Umfragen in den europäischen Völkern, einige Jahre zurück über die Annahme der europäischen Verfassung. Das war ja auch so ein Fall. Da gab es, glaube ich, ein Land, ich glaube Irland oder sowas, wo sie dreimal gefragt hatten, bis der Ausgang ihnen endlich so gepasst hat, dass sie sagten, damit können wir weiter. Also dieser Satz, den James Edgen Wiley hier sagt, der ist ganz, ganz wichtig. Und da könnt ihr ruhig das Video mal eben pausieren und dann selbst mal ein bisschen drüber nachdenken, von was sagt uns der Autor hier eigentlich und was sagt uns der Autor 170 Jahre zurück, in die Zeit, in der wir heute leben. Die Weltgeschichte lehrt, also es ist schon vorher passiert. Ja? Es geht darum, dass man hier ganz deutlich erkennt, dass nichts Neues unter der Sonne ist. Ja? Die Weltgeschichte lehrt uns, dass bürgerliche Freiheit und kirchliche Knechtschaft nicht zusammen bestehen können. Und dass auch umgekehrt ein geistig freies Volk auf die Dauer nicht politisch geknechtet bleiben kann. So hat Gott für einen doppelten Schutz der Freiheit, welche Unterwerfung unter sein Wort ist, gesorgt. Ganz wichtig, Gott hat für einen doppelten Schutz der Freiheit gesorgt, wenn wir uns seinem Gesetz, seinem Wort unterwerfen. Denn nur in Jesus Christus finden wir Freiheit. Ja. Von dem einen Gebiete vertrieben, zieht sie auf das andere. Von dem äußeren Walle politischer Unabhängigkeit verdrängt sie sich in die innere Zitadelle zurück, um sich dennoch zu behaupten. Beide Arten von Freiheit sind, so lehren es Vergangenheit und Gegenwart vor 170 Jahren, überall, wo das Christentum überhaupt allgemeinen Einfluss gewonnen, im innigsten gegenseitigen Verhältnis. Nun hat die moderne Delilah richtig ausfindig gemacht. Delilah ist die Geliebte, die Simson, glaube ich, heißt er im Deutschen, damals wohl verraten hat. Nun hat die moderne Delilah richtig ausfindig gemacht, worin Simsons starke Kraft liegt und darum das weltliche und geistige Regiment vermengt und vermischt.
Damit hat sie einen verhängnisvollen Streich gegen die Existenz beider Arten von Freiheit geführt, beiden Handschellen angelegt. Dieser Streich ist das große Verbrechen des Papismus gegen die Rechte der Gesellschaft und der Grund, auf dem sein System schändlicher Anmaßung und unverträglicher Unterdrückung errichtet hat. Das ist meines Erachtens auch der Grund, dass Römer 13 auf heutige Regierungen keinen Bezug haben kann. Ja, Römer 13, da geht es darum, dass jede Regierung von Gott eingesetzt ist. So steht es darin geschrieben. Denn in der Bibel sind Staat und Kirche getrennt. Wir leben aber heute in einer Welt, in der jeder Staat mit der Kirche verbunden ist und nicht eben ein Konglomerat, wo die Kirche den Staat beherrscht. Und selbst wenn Römer 13 auf heutige Regierungen zutreffen sollte, weil schließlich lässt Gott ja diese Regierung zu, dann ist Ungehorsam angeraten, wenn die Regierung Dinge verlangt, die gegen Gottes Gesetze angehen. Ungehorsam ist aber keine Rebellion und keine Revolution. Und dazu muss man Kapitel 3 in Daniel lesen. In Kapitel 3 von Daniel geht es darum, dass der König Nebukadnezar eine goldene Statue gießen lässt von 60 Fuß hoch, die ganz und gar in Gold ist und dass er bestimmt, dass wenn Musikinstrumente in seinem Reich gespielt werden, jeder sich niederknien muss zu dieser goldenen Statue und sie anbeten muss. Und das ist natürlich gegen das erste Gebot von den 10 Geboten der Juden. In dem Fall, die hier Gefangene in Babylon waren. Und drei Menschen, Schadrach, Meshach und Abednego, wie ihre babylonischen Namen leider lauten, die jüdischen Namen weiß ich jetzt nicht auswendig, die stehen aber auch in Kapitel 1 von Daniel beschrieben, die drei verweigern den Gehorsam. Sie neigen sich nicht zu der Statue oder fallen nicht auf den Boden und beten den König an, wenn die Musik fällt. Ja? Das ist ungehorsam. Sie stiften aber keine Rebellion, sie stiften keine Revolution, sie greifen nicht zu Waffen, sie wollen den König nicht absetzen, sie wollen den König nicht in seiner Gesundheit schädigen, sondern sie wollen lediglich ihren Ungehorsam zum Ausdruck bringen. Wie es dann weitergeht, könnt ihr in der Bibel selbst lesen, aber es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir ungehorsam sein müssen, wenn wir die Gebote Gottes über die Gesetze des Landes stellen, in dem wir leben. Aber das gibt uns nicht das Recht, eine Rebellion oder Revolution anzuzünden. Und da kann man ja auch nochmal Herrscher des Bösen lesen, da wird ja auch viel über genau diesen Punkt diskutiert. Diese Regierungen, also zum Beispiel auch die Bundesdeutsche heutzutage, strafen eine Bevölkerung, die sich von Gott abgewandt hat und die Heiligen müssen diese Leiden ertragen. Nun, das ist aber auch ein Punkt, den man an anderer Stelle gerne ausführlicher diskutieren kann. Da müsste man ein paar eigene Videos zu machen. Sicher zu dem Thema Römer 13. Ein interessantes Thema, dem ich mich vielleicht mal annehmen werde, weil ich habe ja noch immer diese 2000 Seiten dicke, diese dicken Werke hier, wo ich mal damals angefangen habe, in Römer 1, 8 Stunden, die Verse 15 bis 32 zu analysieren. Das kann man ja vielleicht auch mal mit Römer 13 machen, wenn die Zeit dazu reif ist. Ja? Aber wie gesagt, es ist meines Erachtens persönlich, das ist meine Meinung, Jörg, dass der Grund, dass Römer 13 auf heutige Regierung keinen Bezug haben kann, denn in dem Zeitpunkt, wo Paulus das schreibt, waren Staat und Kirche getrennt und da ging es nur darüber, die rechtmäßig eingesetzten Regierungen zu beschreiben, aber die waren nicht von der Kirche geleitet. Das ist ja erst, seit wir den Papismus haben, seit wir das sogenannte Römische Reich unter dem Papismus haben, dass Kirche und Staat zusammen sind. Davor waren die eben auseinander. Das ist zumindest mein Verständnis davon. Die Irrlehre von der Vermengung der Regimente erwuchs unmittelbar aus dem römischen Fundamentalartikel, dass der Papst der Nachfolger der Apostelfürsten und der Stellvertreter Christi sei. Also hier sehen wir, was ist der Grund, weshalb Staat und Kirche heutzutage vermischt ist. Kraft dieser Anmaßung beanspruchte der Papst auf Erden die gesamte Herrschaft des zur Rechten Gottes erhöhten Christus. Wollte er als König der Könige die Spitze aller weltlichen, als Bischof der Bischöfe, die aller geistlichen Macht bilden. Und je mehr ihm diese Usurpation, also diese
Anmaßung glückte, desto mehr schwand die Unterscheidung der beiden Gewalten, ja, geistig und weltlich, und eine weder irdische noch geistige, eine Bastardregierung entstand, in welcher von den Eigentümlichkeiten beider Regimente alles Mangelhafte sorgfältig beibehalten und alles Gute wie geflissentlich abgetan war. Also die Bibel sagt uns, das Gute behaltet und das Schlechte verwerft, und hier ist es genau anders passiert. Hier haben sie das Schlechte behalten und das Gute verworfen. Ja? Das ist ein Zustand, der Jahrhunderte gedauert hat, um dahin zu gelangen, wo er heute ist. Nämlich genau die Jahrhunderte zwischen der Reformation Anfang des 16. Jahrhunderts und der Zeit heute im 21. Jahrhundert, in der wir leben, weil wir die ganzen Früchte der Reformation über Bord geworfen haben, weil wir alles das, was wir an guten Dingen damals hatten und uns erarbeitet, uns erkämpft hatten, über Bord geworfen haben. Und heute haben wir nur noch das Mangelhafte, und aus diesem Mangelhaften werden die Gesetze gemacht, unter denen wir stehen, und alles Gute wurde geflissentlich abgeschafft. Man hat es abgetan. Zwar nannte man dieses Zwitterwesen noch Regierung, das tut man heute auch noch. Seinem Inhalt nach aber war es die systematische Opposition gegen alles und jedes, was ein weisheitsvolles Regiment zu erreichen strebt und was die Form betrifft, unverantwortlich und willkürlich im weitesten und schlimmsten Sinne des Wortes. Dieses Regiment sollte eine Theokratie sein. Nun, eine Theokratie heißt mit anderen Worten ein Gottesstaat. Das heißt mit anderen Worten, dass man hier probiert, ein Gottesreich auf Erden aufzurichten. Das Problem ist nur, dass es hier nicht um das Gottesreich geht des Gottes im Himmel, unserem Elohim und seinem Sohn Jesus Christus, sondern dass es um eine Theokratie geht des Gottes in Rom, des Papstes. Ein weltliches Königreich, ein weltliches göttliches Königreich, um es mal so zu nennen. Göttlich hier aber mit einem kleinen G geschrieben. Ja? Dieses Regiment sollte eine Theokratie sein, und sie haben das an verschiedenen Stellen probiert. Sie haben es bereits an verschiedenen Ländern eingeführt, und sie haben gezeigt, mit sie meine ich jetzt der Vatikan, meine ich die römisch-katholische Kirche, sie haben bereits in verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit gezeigt, dass sie es können. Ein Beispiel waren die interessanten Reduktionen von Paraguay, die zum späten 16. und das ganze 17. Jahrhundert dort geblüht hatten. Ein anderer Punkt ist dort, wo man den sogenannten Kommunismus eingeführt hat. Hauptsächlich eben, weil die Reduktionen von Paraguay waren im Grunde ein Vorläufer des Kommunismus. Und dann hat man sich gleich das größte Land der Welt, also zumindest flächenmäßig, glaube ich, vorgenommen, Russland 1917, weil man hatte noch eine Rechnung mit dem Zaren zu begleichen. Und dann hat man das Land unter kommunistische Knechtschaft gestellt und hat gesehen, auch das funktioniert ja wunderbar. Dann nehmen wir uns das völkerreichste Land der Welt auch nochmal, dann nehmen wir China und dann machen wir das auch nochmal. Und ich muss euch ja nur nicht sagen, wie China heutzutage ist. Und im Grunde sind das Länder, die eine Theokratie sind. Nur ist die Theokratie dann noch nicht vollkommen durchgesetzt. Vor allen Dingen wird es den Menschen noch nicht bewusst, dass es da eigentlich eine Theokratie ist. Das heißt, dass sie einem religiösen Staat unterliegen. Sie denken immer noch, sie unterliegen einem weltlichen Staat, weil sie auch nicht verstehen, dass das Weltliche der geistigen Macht untergeordnet ist. Ja? Eine Theokratie ist also das Errichten eines Gottesstaates. In Paraguay hat das damals sehr gut funktioniert. Da gab es überhaupt keine weltlichen Hierarchien, Strukturen mehr. Da gab es nur noch kirchliche Strukturen. Alles wurde durch das Kirchenrecht beschlossen. Und das ist ja auch etwas, was man im Islam erreichen will. Deswegen haben so viele Leute Angst vor dem Islam und wenig Leute Angst vor dem Katholizismus, weil sie gar nicht verstehen, dass das eine genau ist wie das andere. Islam ist nichts anderes als Katholizismus für Araber. Und die Leute sind die letzten Jahrhunderte so einfältig gehalten worden, die begreifen das oftmals noch nicht mal. Aber der Punkt, den ich machen will, ist hoffentlich deutlich. Deswegen sagt der Autor es hier, dieses Regiment sollte eine Theokratie sein, also ein Gottesstaat auf Erden. Das heißt, sagt der Autor jetzt, was heißt denn die Theokratie? Er sagt, sein Haupt,
Gottes Stellvertreter sich nennt, Vicarius Filii Dei, der Papst, ja, von dem Martin Luther hier sagt, dass der Papst ein vermummter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Antichrist ist, sein Haupt, Gottes Stellvertreter sich nennend, enthob sich selbst jeder Rechenschaft von seinem Tun. Na? Der Papst ist Richter eines jeden Menschen, aber wird nicht von einem Menschen gerichtet. Und beanspruchte Unfehlbarkeit, erstes Vatikanische Konzil 1870, der Papst ist unfehlbar, wenn er ex cathedra, das heißt in römisch-katholischen Gotteslehren spricht und göttliche Autorität für jeden Akt seiner maßlosen Willkür, mochten Eide dadurch gebrochen, Fürsten dadurch entthront, Länder verwüstet werden, ad majorem de gloriam, wie das Motto der Jesuiten heißt, alles zur größeren Ehre Gottes, wobei Gott hier in diesem Fall der Papst in Rom ist. Was man bei jedem anderen Verruchtheit genannt hätte, das sollte, vom Papste ausgegangen, ein Akt der Weisheit und Heiligkeit sein, gegen den eine Berufung auf Vernunft und Gesetz Todsünde wären, da eine unfehlbare Autorität ja auch die Notwendigkeit unweigerlichen Gehorsams bedinge. So, unweigerlicher Gehorsam. Ich habe dieses Buch bereits vor einigen Monaten ausgelesen. Also der Kommentar, der hier steht, ist nicht von gestern, der ist schon viel länger. Und ich habe hier geschrieben, siehe die Aktion ab März 2020. Das sieht man heute im November natürlich noch viel deutlicher, noch kräftiger zurückschauend. Ich habe den Kommentar nicht angepasst. Ich habe den, glaube ich, vor 4 oder 5 Monaten geschrieben. Jedes Bedenken, jeder Zweifel, gar Widerstand gegen des Papstes Befehl, musste nach dieser Theorie Rebellion wider Gott sein und zur Hölle verdammen. In der Tat, eine Theokratie von dem Widersacher und Nachahmer Gottes geleitet. Zweitens zentralisierte diese Art des Regiments alle Gewalt in einem einzigen. Also keine Gewaltenteilung, wie wir das in einer Demokratie kennen, wo man die Exekutive, Legislative und Judikative hat und dann normalerweise selbst noch die Medien als vierte Macht damit bei, eine Machtenteilung. Nein, hier, genauso wie jeder in einem Quiz das beantworten kann, nennen Sie uns doch bitte noch einmal die einzige totalitäre Regierung in Europa heutzutage. Da wissen die meisten Leute nicht, das ist der Vatikan. Da hat der Chef, der Papst, nämlich das Sagen von A bis Z. Eine zentralisierte Art des Regiments, die alle Gewalt in einer Person vereint. Die gesetzgebende Gewalt, die ausführende Gewalt und die richterliche Gewalt. Nun, in der Zeit der Inquisition hat die römisch-katholische Kirche es noch schlau gespielt. Deswegen wäscht sie immer noch mit der Inquisition ihre Hände in Unschuld. Sie sagt, unsere inquisitorischen Gerichte haben die Menschen dann zwar zum Tode verurteilt, aber der Staat hat die Todesurteile ausgeführt. Also wir waschen unsere Hände in Unschuld, wir haben keinen Menschen getötet. Ja, diese Kasuistik und Sophistik setzt sich bis heute noch fort. Ja? Alle Macht ist in einer Person zentralisiert. Das entspricht oder das, das entspricht nicht, das widerspricht jedem Gefühl von Freiheit, jedem Gefühl von freier Meinungsäußerung, Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit. Das gibt es nicht, wenn eine Person oben ansteht. Und das ist nicht immer nur Hitler oder Stalin oder Lenin oder Mussolini oder Franco oder Pavelic oder Idi Amin oder Mugabe oder sonst irgendeiner. Das sind alles nur Puppen, die der wirklich oben ansitzt, eingesetzt hat. Der Papst, um den geht es hier. Die zentralisierte Art dieses Regiments vereinigt alle Gewalt in einem einzigen, einer einzigen Person. Gottes Stellvertreter, zwischen Anführungszeichen müsste man das hier natürlich setzen, ja, der Vicarius Filii Dei, wie er sich nennt, kann natürlich seinesgleichen nicht haben.
kann auch keinen Ratgeber brauchen, weil sonst wäre er ja nicht unfehlbar. Ne? Wenn ich unfehlbar bin, brauche ich keinen Ratgeber. Den unrichtigen Rat kann ja der unfehlbare Papst nicht befolgen. Ich hätte vielleicht weiterlesen sollen, da brauche ich gar nicht kommentieren hier. Und den richtigen kann er entbehren. Weshalb auch eigentlich eine päpstliche Konsulta eine Absurdität ist. Die Zulassung des geringsten konstitutionellen Elementes hätte das Fundament des Papsttums unterhöhlt. Nun wollen wir uns doch mal eben, wenn wir diesen Satz erinnern, an den Syllabus der Fehler, den Papst Pio IX, wie ich ihn oftmals nenne, Pius IX, im Jahr 1864 veröffentlicht hat. Der Syllabus der Fehler, das könnt ihr heute im Internet noch nachlesen, verdammt eine jegliche Form der Regierung von unten nach oben. Das Papsttum ist immer pro Regierung von oben nach unten. Das heißt also eine hierarchische Regierung, die von oben Gesetze an die Menschen von unten auflegt, wo nicht die Freiheit aus dem Volk nach oben kommt und wir ein großes, breites Volk und eine schmale Regierung haben, sondern das Papsttum ist dafür, dass wir zwar eine große Bevölkerung haben, aber dass die Regierung noch desto größer ist. Das heißt vor allen Dingen darüber regiert. Die Regierung im Verstande des Papsttums ist nicht für das Volk da, sondern ist dafür da, um das Volk zu knechten und zu gängeln und für sich selbst die Freiheiten zu besorgen, die es dem Volk entnimmt, um das mal kurz auf einen Satz zusammenzubringen. Die Zulassung des geringsten konstitutionellen Elementes, also das, was die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrer Verfassung stehen haben, das, was die Deutschen in ihrem Grundgesetz stehen haben, mit aller Diskussion daneben bei, die ihr jetzt führen wollt über das Grundgesetz, das ist vollkommen uninteressant, oder auch die Regierung in Italien, Spanien, Belgien, Niederlande, und so weiter und so weiter. Alle diese parlamentarischen Demokratien, wie zum Beispiel ja auch England. Ja? Die Zulassung des geringsten konstitutionellen Elements unterbaut oder unterhöhlt das Fundament des Papsttums. Und deswegen verdammt das Papsttum alle konstitutionellen Elemente irgendeiner Regierung und eine Regierung, die sich da vollkommen drauf beruft und das nicht langsam an umwirft in eine päpstliche Regierung, ist eine Regierung, die gestürzt werden muss. Bedenkt man weiter, dass nach papistischer Theorie die Quelle aller Gewalt und Autorität den sieben Hügeln entspringt, der Papst der eigentliche Urheber jedes rechtskräftigen Ediktes ist, so begreift man, dass Freiheit mit dieser ungemessenen Machthäufung schlechthin unvereinbar war und unvereinbar ist. Dieser Satz fasst so ungefähr alles, was wir in den letzten 30 Minuten gelesen haben, zusammen. Das wird dann auch sehr tief erklärt in James Edgen Wileys späterem Werk Rome and Civil Liberty, was auf Deutsch übersetzt so viel heißt wie Rom und die bürgerliche Freiheit. Ja? Da geht er dann noch sehr, sehr tief drauf ein, dass eben dieser Titel alleine schon, Rom und bürgerliche Freiheit, das ist ein Oxymoron, das ist ein Widerspruch in sich. Wo Rom regiert, kann es keine bürgerliche Freiheit geben. Und wo es bürgerliche Freiheit gibt, da regiert Rom nicht. Deswegen ist das Werk von James Edgen Wiley sehr, sehr wichtig, um sich das mal anzutun. Wer das lesen möchte, der kann das machen. Das PDF ist frei im Internet erhältlich. Tom Fress von Inquisition Update hat das Buch vor Jahren auf First Amendment Radio gelesen. Und ich habe es, meine ich, auf BitChute veröffentlicht. Gebt mir mal kurz eine Sekunde, dass ich hier schaue. Ich meine, ich habe hier BitChute-exklusive Videos. Da müsste Rome and Civil Liberty bei sein. Dann kann ich den Link hier auch in das Video mit reinfügen. Das sind alles Videos hier drin stehen, Deutsch und Englisch. Aber ich meine, dass ich das Rome and Civil Liberty auch auf BitChute veröffentlicht habe. Es sind 70 oder 80 Lesungen oder sowas in der Richtung. Müsste ja eigentlich hier zwischenstehen. Kannst du den letzten Satz wiederholen? Hier ist es. Rome and Civil Liberty
auf BitChute. Ja, also hier seht ihr das, das sind in total 76 Folgen. Ja, da könnt ihr das alles sehen und könnt euch das, ihr könnt das Buch auch gratis runterladen. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Link von mir reingemacht habe oder was. Hier kannst du das Buch bekommen, Roman Civil Liberty auf archive.org. Das müsste auf meiner Webseite sein. Und das kann ich euch nur anraten, weil das fasst im Grunde alles, was in diesem letzten Satz geschrieben war, zu stehen, zusammen. Soll ich den Satz hier nochmal vorlesen oder was meintest du Ja, jetzt, gerne, Alexander? ja. Ja? Also bedenkt man weiter, dass nach papistischer Theorie die Quelle aller Gewalt und Autorität den sieben Hügeln entspringt, also Rom, Vatikan, der Papst der eigentliche Urheber jedes rechtskräftigen Ediktes ist. Wenn man das bedenkt, dann begreift man, dass Freiheit mit dieser ungemessenen Machthäufung schlechthin unvereinbar war und unvereinbar ist. In den Händen des Weisesten und Besten der Menschen, das dürfen wir getrost behaupten, könnte eine solche Fülle von Gewalt nicht ruhen, ohne von ihm missbraucht zu werden, selbst wenn er zur Rechenschaft über seine Regierung verpflichtet wäre. Dass aber eine solche von mehr als einem halben Erdteil anerkannte Machtvollkommenheit in den Händen von Menschen, welche sich nicht entblödeten, göttliche Autorität dafür in Anspruch zu nehmen und jede Verantwortlichkeit außer gegen Gott abzulehnen, alle früheren Despotien weit übertreffen musste, das versteht sich ganz von selbst. Und in der Tat, Alexanders, Neros, Napoleons Regierungen waren Versuche, die Freiheit zu verteidigen im Vergleich mit dem Despotismus des Papsttums. War das Papsttum in einer Hinsicht die zentralisierteste aller Gewaltherrschaften, so war es doch andererseits auch die am weitesten verzweigte. Von den sieben Hügeln aus ward die Welt mit einer Menge Unterpapsttümer beglückt. Ja? Das sind die Diözesen, das sind die Bischofssitze. Ja? Das heißt, die Vermischung der beiden Regimente wiederholte sich unter päpstlicher Autorität in allen anderen Staaten und ließ der Freiheit nicht einen Zoll breit Raum. Jeder Regierende, vom Monarchen bis zum letzten Beamten, war, Kraft der Theorie, dass die Könige dem Papst allein, wie dieser Gott allein verantwortlich seien, ein Glied des Papsttums, und jeder hatte seine Stelle und sein Amt in dieser furchtbaren Organisation nur zur Unterdrückung der Welt und zur Förderung des Glanzes der dreifachen Krone. Ja, wir kennen ja die Tiara, ne? Der Papst macht sich damit zum Herrscher über Himmel, Erde und Hölle. Wie sehr durch diese unheilige Verbindung von Staat und Kirche die Religion geschändet, zur Beschönigung der ärgsten Verbrechen und hochmütigsten Anmaßungen missbraucht worden, brauchen wir nicht weiter auseinanderzusetzen. Wir lesen hier Virgils Worte, den kennt ihr noch sehr gut aus Herrscher des Bösen, vom Aeneid. Zitat: Wie mit dem Gipfel er steigt in die himmlischen Lüfte, ebenso senket sein Fuß sich tief in des Tartarus Gründe. Also, nochmal den Satz ohne das Zitat. Mal eben sehen, wo fängt der Satz an? Jetzt wieder so lange. Wie sehr durch diese unheilige Verbindung von Staat und Kirche die Religion geschändet, zur Beschönigung der ärgsten Verbrechen und hochmütigsten Anmaßungen missbraucht worden, brauchen wir nicht auseinanderzusetzen. Denn Virgils Worte, wie gerade zitiert, sind schon eine Beschreibung dieser grauenvollen Kirchenpolitik. Die wahre Religion, Entschuldigung, und Virgils Aeneid, falls ihr es vergessen habt, ist eine der Pfeiler, auf denen Rom gebaut ist. Ja? Es gab die sibyllischen Dinge, Dekrete oder was, und es gab Virgils Aeneid. Das sind die beiden Pfeiler, auf denen Rom gebaut ist. Die wahre Religion hatte in dieser entsetzlichen Mischung geistiger und weltlicher Gewalt, die keine Komposition, keine Kombination mehr, sondern eine Konspiration der schlimmsten Elemente, um Gott zu trotzen und die Welt zu zerstören, genannt werden muss, keinen Raum.
floh darum erschrocken in die Höhlen der Erde und suchte unter ewigem Schnee und unzugänglichen Klippen eine Zufluchtsstätte. Hier beschreibt James Edgar Wiley noch einmal die Zeit der Waldenser, der Vaudois, der Menschen, der Täler, die im Piedmont, im Südosten von Frankreich und im Nordwesten von Italien damals gelebt hatten. Die praktischen Folgen dieser heillosen Theorie konnten natürlich nicht ausbleiben. Und jahrhundertelang hat Europa in allen seinen Staaten die Missbräuche des papistischen Regiments schwer empfinden müssen. Wohl wissend, dass jeder Strahl Licht seine Herrschaft gefährdete, na, wer ist das Licht? Das ist Jesus Christus, er ist das Licht der Welt. Also lasst man Jesus Christus, das Licht der Welt und die Wahrheit, nicht in die Welt des Papsttums. Wohl wissend, dass jeder Strahl Licht seine Herrschaft gefährdete, ward das Papsttum im Instinkte der Selbsterhaltung der große Konservator der Unwissenheit. Die Leute wurden dumm gehalten. Im Mittelalter, für diejenigen, die es nicht wissen, gab es keine Schulpflicht. Die einzigen Menschen, die damals von der Schule ausgebildet wurden, das waren römisch-katholische Schulen, das waren die Leute, die die römisch-katholische Kirche haben wollte. Es gab damals keine Bildung außerhalb der römisch-katholischen Kirche. Ja, und wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass es auch im ersten Abschnitt des Mittelalters noch nicht mal einen Buchdruck gab. Also das, glaube ich, hat überhaupt die Reformation dann mal richtig befeuert. Das kam ja alles quasi so zur richtigen Zeit. Erst kam der Buchdruck und dann kam Martin Luther und dann kamen halt auch eine ganze Menge andere Menschen. Und das hat letzten Endes dann eigentlich dann zur Verbreitung von Wissen überhaupt geführt. Denn man konnte ja nicht überall predigen. Man musste es ja irgendwie auch aufschreiben. Und der Buchdruck, glaube ich, hat letzten Endes dann zusammen mit Martin Luther und der Reformation, zumindest hier im deutschen Sprachraum, eigentlich das Ganze überhaupt erst entfacht. Also ich glaube, man sollte, wenn überhaupt, dem Herrn Gutenberg als einer derjenigen da herausstellen, die letzten Endes dann zur Verbreitung beigetragen haben. Denn ohne die Bücher hätten wir ja heutzutage dann auch nicht die Möglichkeiten gehabt. Also das, man muss sich wirklich vorstellen, wenn man sich mit den ganzen sogenannten schlauen Menschen unterhält oder beschäftigt, die in der ganzen Mittelalter da zugange waren. Das sind nicht die Landläufigen, vielleicht machen wir da auch mal eine Sendung darüber. Die sind eigentlich davon bekannt, dass die einen unglaublichen Schatz bzw. eine unglaubliche Menge an Büchern hatten. Also das war damals das Wissen gebündelt, war in Büchern. Das war nicht in anderen Medien zu finden, das waren nur Bücher und Schriften. Und ich glaube, ohne das Buch selber, ohne die Schrift selber, hätten wir heutzutage auch nicht die Verbreitung der Bibel. Ich denke, die Buchdruckkunst muss einer der Fähigkeiten sein, die dem Katholizismus oder dem Papsttum einen absoluten Dorn im Auge war. Ich will dir da überhaupt nicht widersprechen. Ich möchte lediglich zu bedenken geben, dass John Wycliffe, der Morgenstern der Reformation genannt wird, gelebt hat im 14. Jahrhundert. Und der bereits die ersten Übersetzungen der Bibel in das Englische vorgenommen hat, die dann später im Lauf des 15. Jahrhunderts, als der Buchdruck ausgefunden wurde, natürlich gerade durch diese Technik Verbreitung gefunden haben. Deswegen ich mich ja auch vorsichtig ausgedrückt habe und gesagt habe im deutschen Sprachraum. Ja, es ist ganz richtig. Ich wollte nur mal eben kurz erwähnen, also das Erwachen des wahren Geistes Gottes kam noch vor der Erfindung der Buchpresse, aber nichtsdestotrotz das Zusammenspiel der beiden, das fast gleichzeitig also begonnen hat, das hat natürlich dafür gesorgt, dass dem Papsttum dieser Stich, diese Wunde zuteil werden konnte, die ihm zuteil wurde durch die Reformation. Also das, was du sagst, unterstütze ich vollständig. Ohne den Buchdruck wäre die Reformation nicht da gewesen, wo sie ist. Wenn wir uns mal ganz kurz daran erinnern, dass Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen veröffentlicht hat, die hat er nicht an die Kirchentür genagelt, zumindest ist das nicht geschichtlich überliefert. Es ist aber geschichtlich überliefert, dass er sie in Latein gedruckt und verteilt hat an dem Tag. Und das war der Stein des Anstoßes, sagen wir jetzt mal, der die Reformation wirklich in die nächste große Geschwindigkeit rübergebracht hat. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Martin Luther hat diese 95 Thesen gedruckt und
diese gedruckten Papiere, diese Flugblätter wurden verteilt durch das ganze Land. Und das hat dafür gesorgt, dass dieser Aufschrei kam. Ob er sie auch wirklich an die Kirchentür genagelt hat, das ist, sage ich mal, Legende. Da gibt es keine geschichtliche Überlieferung von. Aber dass er sie gedruckt und auf großer, in großer Menge verteilt hat und dass das nur mit Hilfe der Buchpresse konnte, die Michael hier erwähnt hat, das ist vollkommen richtig. Ja. Und damals gab es nur Bücher. Es gab keine anderen, zwischen Anführungszeichen, Medien, die die Menschen gebrauchen konnten. Aber es ist ja auch so, der normale Mensch, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, der Bauer war, der gewöhnliche Mensch, der konnte nicht lesen. Wenn der lesen wollte, dann müsste er zur Schule gehen, dann müsste er von der römisch-katholischen Kirche angenommen werden, um in ihr Lehrsystem übernommen zu werden und dort ausgebildet zu werden. Und da muss man sich eben auch immer der römisch-katholischen Kirche unterwerfen. Das heißt, man konnte nicht auf der einen Seite lernen und auf der anderen Seite für die Freiheit der Menschen sich einsetzen. Das haben erst solche Menschen geschafft, wie zum Beispiel Martin Luther, die dann später durch ihr Studium und durch das, ich sag mal, durch die Fügung Gottes die Möglichkeit hatten, die Bibel in die Hand zu bekommen, ihr Gewissen auf einmal entdeckt haben und auf einmal entdeckt haben, wie Martin Luther, der Römer Kapitel 1, Vers 17 gelesen hat, der Gerechte wird aus Glauben leben und auf einmal erkannt hat, alles, was in dieser Kirche gelehrt wird, ist falsch. Und das hat dann natürlich das ganze System der Kirche damals zum Einsturz gebracht. Das wäre ohne den Buchdruck schließlich nie passiert. Die Frage ist, Michael, es ist eine interessante Diskussion, um da mal drüber zu schnacken, inwieweit die Erfindung des Internets in der heutigen Zeit... Ja, das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte gerade sagen, Jörg, gestatte mir noch einen Satz. Im Endeffekt der Fluchtweg, den Menschen haben, um sich selber Wissen beizubringen oder jetzt solches Wissen, was offiziell nicht gelehrt wird, beizubringen, ist im Augenblick noch offen, heißt Internet und wird auf sogenannten festen Platten gespeichert. Und da die Preise für Speichermedien, Medium, ne, also Vermittler heißt der Medium, da die Preise für Medien ja so stark zurückgegangen sind, also wir haben heute den 9. November, also 9.11, ne, 9/11, 2020, ja? Aber im deutschen Datumsformat. Habe ich schon gesagt, 9/11, Format, ja. Ist es so, dass ich letzte Woche, ich kann ja nicht mehr genau sagen wo, aber eine Werbung bekommen hat, dass also eine 5-Terabyte-Platte für 100 Euro zu bekommen wäre. Muss man sich mal vorstellen. Also von daher würde ich jeden dazu aufrufen, die modernen Medien insofern zu nutzen, als dass man da alles, was in irgendeiner Art und Weise an wirklich christlichen Inhalt ist, speichern. Wir müssen davon ausgehen, dass dieser Weg der internationalen Kommunikation irgendwann nicht mehr, zumindest nicht in dieser Bandbreite, zur Verfügung steht. Speichern, runterladen, speichern, ja, bis zum Abwinken, bitte. Zur Verfügung stehen wird er schon, nur zugänglich sein wird er nicht mehr. Der Internetzugang wird wahrscheinlich nicht mehr so sein, wie er heute ist. Dass man einfach nur einen Stecker in die Dose irgendwo stecken muss und Zugang zum Internet hat, sondern man muss sich dann biometrisch anmelden. Und wenn man nicht an bestimmten Voraussetzungen, wie sagt man das so schön, jetzt komme ich auf das deutsche Wort nicht, wenn man nicht alle Voraussetzungen erfüllt dafür, dann kriegt man eben keinen Zugang dazu. Ja? Wir werden immer irgendeinen Weg, wird immer offen stehen und es hängt letzten Endes davon ab, denke ich mal, wie groß der Glaube ist, um letzten Endes dahin zu kommen, wo man dann hin will und das ist letzten Endes ins ewige Leben. Jemand, der wirklich dafür bestimmt ist, der kennt keine Hürden. Wenn Gott einen bestimmt, wenn Gott einen beruft, dann beruft er ihn. Das ist richtig und da gibt es immer einen Weg, sich Zugang zu verschaffen, da gebe ich dir recht. Aber die große Masse der Menschen wird vielleicht in der Zukunft diesen leichten Internetzugang, wie wir ihn heutzutage noch kennen, eben am 9. November 2020 noch kennen und haben, in der Zukunft nicht mehr so vorfinden. Das ist eine Möglichkeit, mit der wir uns anfreunden müssen in dieser Welt. Ja? Der Teufel weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Aber ist ja schön, dass wir natürlich hier wieder einmal den gleichen Gedanken hatten, dass das Internet wahrscheinlich heutzutage mehr oder weniger denselben Einfluss hat wie der Buchdruck vor 500 Jahren oder 600 Jahren, angesehen davon, dass er 1455, meine ich, erfunden wurde. Und übrigens, man hat damals, die römisch-katholische Kirche hat damals auch schon versucht, den Buchdruck zu unterbinden. Sie haben nämlich Gutenberg angeklagt,
durch zu sagen, dass er seine Bibel gedruckt hätte mit Blut. Das war tatsächlich ein Anklagepunkt. Ja? Und der Gutenberg wurde ganz schön verfolgt und teilweise wurden seine Pressen auch gestohlen und dann an anderen Städten wieder aufgebaut. Ne? Also von wegen Urheberrecht, das hat er schon versucht zu verteidigen, das gab es auch nicht in der Hinsicht. Also schon mal ganz interessant, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Und das, was eben damals das erste Buch, das Gutenberg gedruckt hat, das war übrigens die Bibel. Sollte man auch mal sich in Erinnerung rufen. Und ein anderer Punkt, den du, ja, du hast das jetzt angesprochen, mit, dass man sich informieren soll und dass man diese Speichermedien sich besorgen soll und dann die Dinge speichern soll. Ich unterstütze das, Michael, absolut. Aber ich habe vorhin in der Premiere, das war Teil 40 dieser Lesung, nochmal im Chat einen kleinen Seitenhieb verteilt an die Leute, die sich diese Videos angucken, die diesen Videos auch einen Daumen hoch geben. Das heißt ja, dass sie damit übereinstimmen, was da gesagt wird. Aber dass sie es einfach nicht fertig bringen, einen YouTube-Kanal zu gründen, der kein Geld kostet und Videos, hinter denen sie stehen, mögen sie auch von mir sein oder jemand anders, weiter hochzuladen, um dadurch für eine große Verbreitung zu sorgen. Selbst wenn die Leute sagen von, ja, mal, ich habe nur 10 oder 20 Klicks. Ja, wenn ihr 2000 Leute seid, denkt mal, wie viele Klicks das dann sind. Wen man alles noch erreichen kann. Ne? Das ist eine Sache, die mich furchtbar ärgert. Dass die Leute einfach nicht in der Lage sind, diese Gratisinformationen, wenn sie sie dann schon gespeichert haben, wie du empfiehlst, dann auch weiterzugeben, solange das noch gratis und auf diese Art und Weise möglich ist wie heute. Das finde ich persönlich sehr schlimm. Aber gehen wir noch mal kurz auf das Buch zurück. Wir haben ja noch mal nicht mehr lange. Wie lange müssen wir denn noch lesen? Das sind noch ein paar Seiten. Das wird also noch eine weitere Lesung kosten. Wir müssen uns gleich, wir müssen gleich zum Ende kommen hier. Aber ich möchte diesen Satz noch mal eben lesen, dass wir den noch mal ganz in seiner Gänze lesen. Die praktischen Folgen dieser heillosen Theorie konnten natürlich nicht ausbleiben und jahrhundertelang hat Europa in allen seinen Staaten die Missbräuche des papistischen Regimes schwer empfinden müssen. Ja, Leute wurden unterdrückt und wenn sie der Unterdrückung entgehen wollen, dann wurden sie verfolgt und gefoltert und getötet. Wohl wissend, dass jeder Strahl Licht, also jeder kleine Schimmer von Jesus Christus Wahrheit, die Herrschaft des Papsttums gefährdete, ward das Papsttum im Instinkte der Selbsterhaltung der große Konservator der Unwissenheit, das heißt die Menge der Menschen, dumm zu halten, durch ihn keine Ausbildung, keine Schule, irgendwas zur Verfügung zu stellen, der unversöhnliche Todfeind der Wissenschaft. Und zwar der wahren Wissenschaft. Nicht die Wissenschaft, die wir heute haben. Die nennt die Bibel Science So-Called. Oder auf Deutsch übersetze ich das frei, die Pseudowissenschaft. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, stellt euch vor, eine Stunde ist schon wieder vorbei. Unglaublich, wie die Zeit verfliegt, wenn man sich mit so einem wahnsinnig interessanten Buch wie diesem und dann noch mit einem so interessanten Thema beschäftigt, wie der Einfluss des Papsttums auf die Staaten. Das ist nämlich das, was wir gerade eben besprochen haben. Glücklicherweise haben wir nächste Woche, so Gott will, noch einmal die Möglichkeit zusammenzukommen und werden weiter in diesem Kapitel lesen. Ob wir es zu Ende lesen werden, weiß ich noch nicht. Aber wir werden hierin weiterlesen. Aber vielleicht gibt es ja eben gerade noch ein paar Menschen wie Alexander oder Michael oder Marius oder wer da auch gerade noch anwesend ist, der vielleicht noch gerne einen Kommentar zum Abschluss dieser Sendung geben möchte. Der kann das jetzt bitte tun. Ja, also ich hätte schon noch einen, jetzt in diesem Zusammenhang kam mir eigentlich der Spruch in den Sinn von den Jesuiten, der INRI heißt, Justus Neger Reges Impiores. Es ist rechtens, heretische Könige abzusetzen und zu töten. Ja. Genau, ja, und das bringt es ja auch auf den Punkt wieder, diese Hinrichtungen oder diese Vernichtungen von freiheitlichen Ländern oder protestantischen Königen, diese Führer zu zerstören. Wie auch Jesus Christus diese Gewalt in sich hatte,
wo man auch ihn umgebracht hatte. Und der andere Punkt eigentlich, wie dieser Katholizismus eigentlich auch widerspiegelt, ist dieser Plan von den Jesuiten, ist der, wie soll ich sagen, der Punkt mit den Ländern, wie sie haben, diese Provinzen, diese Aufteilung, diese Kontrolle, wie das gesteuert wird. Und wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Länder oder unterteilt sind in China, die heißen ja auch Provinzen. Also das ist ja auch wieder gleich eigentlich in diesem, wie soll ich, in dieser Struktur von dieser katholischen Kirche, wie sie auf diese Länder ausgeweitet haben. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema in dem Buch von James Atkin Wiley, das ich erwähnt hatte, Roman Civil Liberty. Da geht James Atkin Wiley darauf ein, wie unter anderem Cardinal Newman in der Mitte des 19. Jahrhunderts England wieder aufgerichtet hat, in die verschiedenen Diözesen eingeteilt hat, also Bischofsregierungen. Mhm. Und wie das da wieder errichtet wurde in den 1850er, 1860er Jahren. Da geht James Atkin Wiley sehr interessant darauf ein. Und das ist dasselbe, was wir heute in Amerika haben. In Amerika haben wir 10 jesuitische Provinzen. Ja. Und das kann jeder sich nachschauen. Und auch die Welt ist eingeteilt in 10 verschiedene, zwischen Anführungszeichen, Königreiche. Und zwar nach den Beschlüssen des Clubs von Rom von 1900 und ich meine 72 irgendwann in der Richtung. Und diese 10 Königreiche, die haben das mit Absicht Königreiche genannt auch, ne? Und die haben heute, diese Königreiche haben heute noch keinen König und die haben heute noch keine Macht, aber sie werden sie irgendwann haben, und zwar 14 Tage lang, und geben das an das Papsttum. Und da steht so in der Offenbarung geschrieben. Ja. Ja. Das ist mein Kommentar noch dazu, ja. Schön, danke Alexander. Ja, wenn sich sonst keiner mehr meldet, dann nehme ich die Gelegenheit zum Anlass, um jetzt noch einmal auf das heilige Buch zu verweisen, die Bibel, das Buch Gottes. Das ist, was Bibel heißt, und dass wir uns in diesem Buch nach Möglichkeit täglich informieren sollten über das, was Gott uns zu sagen hat. Und je mehr wir durch dieses Buch von Gott informiert sind, desto besser wir ihn kennen, desto besser wissen wir, wie wir gerecht auf dieser Welt leben können und wie wir den Ungehorsam zum Ausdruck bringen können. Keine Revolution, keine Rebellion, keine Waffengewalt, aber Ungehorsam und die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, wie in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 beschrieben. Deswegen schließe ich mit meinen bekannten Worten. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten, schützen und segnen. Und bitte lest eure Bibel. Maranatha.
wisst ja, dass ich immer zum Anfang der Sendung ein Lied von Alexander spiele. Und es gibt ja eins, das habe ich mir auf den Desktop raufgeladen, weil das finde ich wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Lied von ihm. Und ich höre mir das sehr regelmäßig an und das möchte ich jetzt eben zum Abschluss hier nochmal spielen. Also dieses Lied kommt noch. Wer möchte, der bleibt dran und schaut es sich an. Und wer nicht möchte, der kann jetzt abschalten. Das Video sonst ist vorbei. Aber jetzt kommt hier noch ein wunderschönes Lied von Alexander. Geglaubt, es gibt einen Weg ohne Gott. Ich hab gemeint, es gibt ein Leben ohne dich. Und ich hab's gelebt, mein Leben ohne dich. Und es ist zur Geschichte geworden für dich. Ich muss ausbrechen von zu Hause, aus der Ordnung, wo alles tot und scheinheilig ist. Hast das, dass ich daran erstick, so verloren, so materiell, so voll Zauberei. Gewalt in der Schule, ein Geschrei zu Hause. Die Welt ein roter Planet, wütig und gewaltig. Dabei bin ich so voll Einsamkeit. Keine Liebe, nur noch Gier nach Trost und Zärtlichkeit. Die Karriere, der große Knall, und alles zerbrochen in mir. Ich hab keine Wahl, bin in der Straße zur Hölle. Such nach einem Ausweg aus diesen Qualen. Station. Wo gibt's noch Annahme, wo noch Liebe? Und wieso bin ich am Leben? Es lohnt sich doch nicht. Alles voll Schmerz, alles voll Schuld in mir. Kein Ausweg daraus, wo ich anstark kann sein. Bin allein, Tränen fließen, mein Leben am Ende. Lieg am Boden und bin allein, Tränen fließen, mein Leben am Ende. Schweigen.
hat sich heute schlachten lassen für die ganze Welt, für dich und mich. Wart auf den Tag, wo er aufersteht. Treu bist du.